Im Moment läuft ja eine Werbung von Russian Fishing 4 auf verschiedensten Kanälen. Hast du mal geschaut, mit welchen Köder in dieser Werbung hier geangelt wird? Ich habe mir die Werbung mal schön detailliert und schön langsam angeschaut. Und da werden ja hier wunderschöne Walam-Buckelmarähen rausgezogen und was nicht alles während der Werbung. Und da habe ich mir gedacht, Alter, das machen wir erstmal schön auf Slow-Mo. Schön mit 25% Abspielgeschwindigkeit, ganz, ganz langsam. Ja, und was kommt dabei rum? Da steht der Angler aus der Werbung hier schön mit, naja, ich würde sagen, Eintagsfliegenlarve. Was auch jetzt nicht so abwegig ist. Also Eintagsfliegenlarve und ja, ich habe jetzt hier nochmal kombiniert Steinfliegenlarve, stehe jetzt hier ein paar Minuten und teste gerade ein wenig rum. Das, was man jetzt schon mal sagen kann, ist gar nicht so schlecht. Foxy, Renke, Ripusmarähen, schwarzes Fältchen auch mit dabei gewesen, Stinte und natürlich die Zwergmarähen in großer Masse. Wie ich das jetzt hier noch optimiere, weiß ich noch nicht genau. Ich muss gleich noch mal ein bisschen gucken, ob ich mit den Hakengrößen noch mal ein bisschen rumspielen kann. Dann natürlich die Entfernung. Also es gibt noch viel zu testen hier an dieser Stelle. Und wo ich genau bin, zeige ich natürlich auch gleich noch. Erstmal raus damit. Wir sind hier am Archipel. Also am Archipel direkt am Anfang. Da, viel Wasser und direkt am Start, hier stehen wir. Gar nicht viel rumgelatscht, sondern direkt raus hier auf die ersten paar Meter. Und ja, ich sag mal, von der Entfernung sind das vielleicht so zwischen 15 und 20 Meter, die ich ungefähr auswerfe. Natürlich gerade ohne Clip jetzt hier mit der Match. Und ich habe dreierlei Tiefen eingestellt. Das heißt, ich habe jetzt zum einen 1,50 Meter, dann haben wir hier 1,80 Meter. Und dann haben wir hier nochmal auf 2 Meter. Genau, also drei verschiedene Tiefen. Und die teste ich jetzt gerade komplett auf Fluro. Relativ fein auch im Moment noch eingestellt, denn, guck mal da, Ripusmarähen. Übrigens mega geil. Ich finde diese Färbung auch so geil. Dieses fast so wie mit Bleistift gezeichnet. Super geil, diese kleinen, dieser Grauverlauf. Also, Ripusmarähen und Kleiderhaken ist ja bekannt auch vom Ladoger See. Der hat nicht gehakt. Und deswegen ist das gar nicht so verkehrt hier. Das mit dem Fältchen möchte ich natürlich noch ein bisschen mehr rauskitzeln. Das wäre natürlich super interessant. Schwarzes Fältchen. Und gerne natürlich auch noch andere Kandidaten. Zack, der nächste. Aber auch eher klein. Ja, höchstwahrscheinlich werden hier auch einige Zwergmarähen mit reinballern. Das bleibt ja wahrscheinlich auch gar nicht aus. Aber auch das ist nicht so schlimm. Wobei ich, wie gesagt, eine Route, jetzt bin ich komplett eben mit 10er Haken hier dran, werde ich wahrscheinlich auch gleich nochmal ein bisschen ändern. Bis jetzt bin ich echt ganz zufrieden. Die Frequenz ist ganz okay. Man sieht halt immer mal wieder, wie das, was jetzt gerade war, dass halt manchmal einfach nichts hakt. Das heißt, dann sind da wirklich sehr, sehr kleine Fische dran, die... Jetzt aber, pff, Hammer. Die dann einfach zu klein sind, selbst für den kleinen 10er Haken. Und dann lübt das auch einfach nicht. Ob man jetzt hier vielleicht sogar nochmal eine Nummer größer geht? Ja, müssen wir einfach gleich mal testen. Vielleicht so in Richtung 8er Haken. Beziehungsweise ich baller einfach mal die hier raus. Fangen wir doch einfach mal an mit dem Test. 8er Haken. Und ich meine, im Video sieht man hier... Also natürlich nicht so detailliert, aber ich meine, man sieht ja auch den Köder am Haken oder im Maul. Und ich meine, es ist dieses Gewürm da dran. Jetzt machen wir halt, wie gesagt, noch Steinfliege dazu. Why not? Steinfliege geht halt auch immer gut. Und ab geht es. So. Zack, nächstes. Also, da haben wir jetzt einmal den 8er Haken. Schnell. Jawohl, auch noch gezogen. So, Zwergmarähne. Ja, da muss man dann schnell sein, ne? Zack, fliegender Wechsel.
genau in dem Moment, wo halt runtergezogen wird, muss man eben auch hier den Anschlag setzen. Wie gesagt, wir gehen gleich nochmal schön detailliert aufs Set ein und auf die verschiedenen Routen natürlich auch. Das sind jetzt hier alles Matchrouten. Und was haben wir hier auf dem Achter? Ripus Marene mit einem saftigen Gewicht. Maßig, schönes Ding. Mehr geht natürlich immer. Aber sieht auch schon ganz gut aus. Hier, was hatten wir? 1,80 Meter hatten wir hier, ne? Genau. 1,80 Meter hier in der Mitte, 1,50, 2 Meter. Das ist gerade so der Unterschied. Bisher würde ich sagen, 1,50 bis 1,80 macht ein besseres Rennen. Und auf 2 Meter, vielleicht ziehen wir hier auch einfach nochmal raus. Andererseits ist es auch ein bisschen unfair, das sind beides hier Routen mit Pluswerten auf die Montageart. Ladoga-Seefältchen. Auch mal eine ganz anders wilde Färbung, ne? Deutlich kontrastreicher nochmal. Nicht schlecht, nicht schlecht. Also, fängt schon gut an hier. Auf 1,80. So. Und das Schöne ist ja, hier kann man einfach hin, ohne dass man jetzt hier großartig Kosten da noch zusätzlich hat. Heißt also, das Teure hier am Archipel ist ja das, Bootsticket, ne? Das heißt, hier von den Reisekosten, ich glaube, da liegen wir ganz normal irgendwie so um die 30. Und dementsprechend kann man, wenn man natürlich das Bootsticket gar nicht verwendet, schön hier von den Inseln aus rausziehen. Das ist doch gerade ein wunderbares Bild. Oh, und da geht es ab. Einmal gehakt, schnell die nächste. Kriegen wir die auch noch? Kriegen wir nicht. Dann wieder zurück. Und so muss das doch sein. Schön die ganzen Maränenarten rausprügeln hier. Frequenz finde ich ganz okay. Also wirklich auf entspannt. Ich glaube, an der 1 zuppelt auch schon wieder ein bisschen was. Man muss natürlich ein bisschen aufs Wetter achten. Also, wenn du denkst, Alter, da fahre ich jetzt auch gleich hin und du siehst das vielleicht in ein paar Tagen erst. Auf jeden Fall aufs Wetter achten. Windstärken, ich sag mal so ab 3, 4 ist schon Katastrophe. Wir sind jetzt gerade bei einer Windstärke von 1,5. Gucken wir mal gerade rein hier in den Wetterbericht. Bleibt auch noch zumindest für den morgigen Tag so. Dreier, hier wird es auf jeden Fall schon eng. Wenn da ständig die, die Posen wegtreiben, beziehungsweise hoher Wellengang ist, dann macht das mit dem Matchangeln hier natürlich auch keinen Spaß. Das heißt, man braucht schon recht ruhiges Wasser, damit das hier auch gut funktioniert. So, jetzt ziehe ich hier mal eben raus und dann gehen wir mal eben detailliert auf die Routen ein. Zwergmarine, jawohl. Also im Moment kann ich nicht anders sagen als schmeckt. Sieht gut aus, ist eine gute Frequenz. Jawohl, auch wenn es nur in Anführungszeichen die Zwergmarinen sind, sieht das doch wirklich ganz vernünftig aus bisher. Wir gucken mal eben hier rein auf meiner Nummer 1 Matchroute. Das ist die Monster Match mit plus 3 auf die Montageart. Natürlich hier ganz fein und zart dran, auch wenn die wahnsinnig viel tragen kann, kann man sie eben auch super verwenden. Im zarten Bereich mit gerade mal 12 bis 60 Gramm. Mega gut. Ich verwende jetzt hier Fluorocarbon only, also ohne Vorfach. Ganz dünn und recht oder ziemlich transparent eben auch auf 9,8 Kilo Schnur. Wie gesagt, ohne Vorfach. 10er Haken, Doppelködermontage, wenn noch nicht. Auch da einfach mal testen, welcher von beiden denn besser geht. Ich würde, glaube ich, mit der Eintagsfliege da einfach mal starten. Eine andere Matchroute, die eben auch sensationell ist und die sich auch wirklich immer wieder lohnt, gerade für viele, die gerade anfangen mit dem Matchangeln, ist die Rebellion Match. Das war auch meine erste Match und die nutze ich natürlich auch immer noch gerne, denn seit einigen Jahren war ja ein Übersetzung oder ein Fehler ja dann nicht mehr. Oder der wurde ja bekannt sozusagen in der Übersetzung, dass hier die 5% in der Posenfähigkeit zum Beispiel, dass die eben über diese 100% hinausgehen. Das heißt, wir haben mit dieser Route 105% Posenfischen. Bedeutet einfach eine etwas höhere Frequenz, die wir dann darauf haben könnten. Ich meine, 5% ist jetzt nicht so wahnsinnig viel,
aber vielleicht macht es dann doch noch ein bisschen was aus. Und das Schöne ist, zu den 5% hat man dann eben auch noch die Handhabung der Montage plus 2, was dann natürlich auch die Chance erhöht auf Trophies. Heißt also preis-leistungstechnisch Rebellion Match richtig, richtig gut. Wenn man damit startet, auch wenn man sich das Teil dreimal holt, macht man damit, glaube ich, nichts verkehrt. Gute, hohe Frequenz, eine hohe Chance auf Trophies, läuft. Wurfgewicht auch da wieder richtig gut, 12 bis 60 Gramm. Passt richtig gut. Tragfähigkeit reicht eben auch, wenn man damit dann mit der Tagara irgendwie rumrennt oder sowas. Auch das super. Achter Haken jetzt gerade dran, ähnlich von der Schnur. Also auch da kein Unterschied. Und dann als drittes die Matchroute, die ich verwende fürs Köderfischangeln. Auch richtig geil das Teil. Falcon Match 30 Gramm bis 250 Gramm. Sahneschnittengerät, leider keine Pluswerte drauf, aber fürs Köderfischangeln braucht man eben eine Rute mit Plus auf das Wurfgewicht und das bietet diese Rute auch richtig gut. Nutze ich allerdings, wenn ich auch so auf Frequenz angel oder sowas, relativ selten, denn auf Frequenz und wenn wirklich hohe Frequenz da ist, reichen mir in der Regel 2 Ruten. Und dann lasse ich dann lieber eine der Routen drin und das ist dann in der Regel natürlich die mit dem, ja, oder wo halt keine Pluswerte drauf sind, ne? Und guck mal da, Ripusmarine, Alter, fast 700 Gramm, schönes Ding, auf 2 Meter Tiefe hier vorne. Also im Moment bin ich mir echt unschlüssig von den Tiefen, ich guck gerade nochmal eben auf dem 6er Haken jetzt. Guck mal da, vielleicht sollte ich doch gleich nochmal ein bisschen höher gehen. Auch wenn dann die Chance höher ist, dass die Zwergmarinen wieder mal dran rumzuppeln. Die mögen ja immer noch den Köder, aber es kommen dann höchstwahrscheinlich mehr Fehlbisse. Das kann natürlich gut sein. Heißt also dann, ja, so wie das jetzt hier gerade, mehr Fehlbisse. Ballern wir nochmal raus und ich baue das gleich nochmal auf der ersten Route um. 1,50 Meter Tiefe. Auch da gehe ich gleich mal auf den 6er Haken und teste weiter. Das wäre natürlich nicht schlecht. 6er Haken, das ist schon ein wirklich gutes Gewicht. Wir gucken natürlich gleich auch nochmal in den Kescher rein, inwieweit sich das gelohnt hat bisher. Was sagt die Zeit? 20 Minuten bisher. Also vorher schon ein bisschen getestet im Nachmittag bzw. in den Abendstunden. Zack, next. Und dann jetzt die Nacht durch, wobei halt der Tag für mich natürlich auch nochmal sehr interessant wird. Was geht tagsüber hier und nicht nur abends und nachts? Ja, aber im Großen und Ganzen, da auf A1, perfekt, dann kann ich gleich wechseln. Im Großen und Ganzen echt zufrieden hier. Also ein ganz entspanntes Hinstellen, Rausziehen. Vor allem, wenn man hier natürlich noch Skillpunkte braucht. Fürs Posenangeln ist das natürlich richtig gut. Seltene Fische, die man sonst an den meisten Gewässern eben nicht fängt. Das ist natürlich immer gut, wenn man nochmal weitere Skillpunkte erlangen will. Ob man das mit der Stippe machen kann? Ja, müsste man auch. Ne? Von der Entfernung ist das ja gar nicht so weit. Also Stippe müsste doch auch durchaus funktionieren. Für die ganzen Stippprofis, die wissen das wahrscheinlich eh schon hier. Die kennen die Spots ja in der Regel vor allen anderen. Ja, aber das ist doch gar nicht verkehrt. So, also jetzt bauen wir die hier nochmal eben um. Auch hier auf dem 6er Haken. Dann nehmen wir 4er, ist dann vielleicht doch ein bisschen groß. Also 6er Haken, Eintagsfliegenlarve, Steinfliegenlarve, 1,50 Meter Tiefe. Zack, raus damit. Jetzt bin ich relativ weit sogar schon raus. Da sind wir doch bestimmt schon bei 20 Meter. Und dementsprechend werfe ich jetzt hier die 2 Meter tiefe Route auch nochmal ein bisschen weiter. So, also, schönes Ding, im Großen und Ganzen lübt der Lachs, viele Maßige auch schon dabei. Ich mache mal eben zu, weil dann gucken wir mal kurz hier rein. Das Café war, glaube ich, da ganz oben. Da ist die Verwaltung, das hier müsste doch das, ah ne, hier hinten. Ist das nicht das Café? Ja, das sieht doch gut aus. Weißt du, so selten hier, fällt gar nicht auf, ne? Haben wir denn da was drin? Stint, eine ab 1,30, also Trophy. Einen Stint hatte ich erst dabei. Ladoga-See-Fältchen ist drin, 1,7 Kilo. Okay, da ist, glaube ich, jetzt mit einem 6er Haken, ist es gar nicht verkehrt.
die Chance auf diese etwas größeren, die wollen wir ja dann doch haben. Also ein Sechserhaken schmeckt für 1, Trophy-Gewicht. Und dann gehen wir hier eben rein nach Preisen sortieren. Schwarzes Fältchen liegt bei 10 Silber. Interessant, Ladogasee-Fältchen 500 Gramm, 9 Silber und so weiter und so weiter. 7, 8 und. Also die halbe Stunde jetzt oder noch nicht mal ganz. Fangzeit. Zack, 22 Minuten und knappe 100 Silber. Ist also bisher voll okay. Voll okay. Es ist nichts besonders Großes reingerasselt bisher. Es ist nichts, natürlich keine Trophy oder so reingegangen. Dafür, dass das einfach nur viele kleine Fischis sind, finde ich, schmeckt das schon ganz gut. Und jetzt ist es halt auch noch nicht optimiert. Das heißt, wenn man jetzt noch ein bisschen mit den Ködern auch rumhantiert, die verschiedenen Ecken ausprobiert, ob man vielleicht mal mehr nach da oder nach da wirft, das ist ja alles noch zu testen. Da gibt es also noch viel Potenzial. Wenn du hier auch testest, gerne mal unten reinschreiben in die Kommentare, wo du gut gefangen hast. Oder natürlich deinen Beitrag im Discord leisten und da den Post dann einfach einen Post eröffnen und dann zeigen, mit welchem Setup du hier stehst, auf welche Entfernung, welche Köder und so weiter. Das hilft natürlich auch immer ungemein. Link zum Discord unterm Video. Ich würde sagen, zieh raus die Brocken, Petri ihr Lümmels. Wenn das Ganze gefallen hat, gerne den Kanal abonnieren, damit du auch die nächsten Videos nicht verpasst. Und dann sehen wir uns in den nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr. Petri.